Anime-Klischees. Wir kennen sie doch alle. Wir lieben und hassen sie. Deswegen will ich dir heute 10 Anime-Klischees vorstellen. Gleich nach dem Intro. Anime-Klischees sind Dinge, die man in ganz vielen Animes finden kann. Sie wiederholen sich immer und immer wieder. Dies kann natürlich nerven oder einfach auch dazu führen, dass die Serie langweilig wird. Auf der anderen Seite freut man sich jedoch bei manchen und grinst, wenn diese wieder auftauchen. Heute stelle ich dir deswegen 10 von diesen Anime-Klischees vor. Wenn du noch mehr solcher Videos über Anime-Klischees sehen willst, dann schreibe das doch in die Kommentare. Beginnen wir mit dem ersten, der Schule. Wie viele Animes spielen in der Schule? Die meisten? Es sind schon echt viele. Egal ob es Sinn macht oder nicht, die Charaktere gehen häufig noch zur Schule. Ob es nun eine Schule für Superhelden ist oder ob man dabei Magie lernt. Oder ob es eine ganz normale Schule ist. Anime und Schule sind fast unzertrennbar. Jeder kennt sie, die Szene, wo für ein paar Sekunden irgendwas im Unterricht erklärt wird und der Protagonist gelangweilt aus dem Fenster schaut. Oft kriegt er dann von der Lehrerin eins auf die Mütze. Man soll ja aufpassen, denn sonst lernt man nichts. Aber naja, wir als Anime-Zuschauer wollen ja auch nicht in der Schule sitzen. Die meisten sind ja eh dort schon einen großen Teil des Tages, also im echten Leben. Da ein Anime zu sehen, der daraus besteht, nur dem Unterricht zu folgen, wäre ja wohl die größte Qual, oder? Aber warum spielen dann Anime so häufig in der Schule? Dafür gibt es eine relativ leichte Erklärung. Es macht eben die Charaktere oder auch die Welt gleich nachvollziehbarer. Man kann sich leicht in den Protagonisten hineinversetzen. Man sieht sich schon fast selbst, wie man gerade gelangweilt aus dem Fenster schaut und darauf wartet, dass etwas Interessantes passiert. Und viele Anime sind eben auf Teenager ausgerichtet. Man darf auch nicht vergessen, dass viele Autoren von den Originalwerken auch ziemlich jung sind. Sie haben eben einen großen Teil ihres Lebens in der Schule verbracht. Daher können sie darüber natürlich auch was schreiben. Für Charaktere, die schon mit beiden Beinen im Leben stehen, also einen Beruf haben, muss man wahrscheinlich wieder recherchieren. Daher muss man schon wissen, wie die Arbeit ist, was dort getan wird, was für Probleme auftreten. Denn sonst macht man sich lächerlich. Lustigerweise ist heutzutage das Schulsetting gar nicht mehr so beliebt. Zumindest ist die große Welle, welche K-On! Und Harui ausgelöst hat, langsam vorbei. Und Lucky Star natürlich nicht vergessen. Aber auch Clannad sowie Toradora sind sicherlich auch ziemlich bekannte Anime mit Schulsetting. Nun gibt es aber wieder einen neuen Hype. So wird die Schule schon fast vom Isekai-Setting abgelöst. Das Isekai-Genre dominiert ja schon seit Jahren die Anime-Industrie. Das haben wir nicht zuletzt bei Shield Hero gesehen. Der war ja so beliebt, dass man nicht nur eine zweite, sondern auch gleich eine dritte Staffel angekündigt hat. Aber das ist ein Thema für ein eigenes Video, denn das Isekai-Genre hat seine ganz eigenen Klischees. Wieder zurück also zur Schule. Denn wenn unser Protagonist gerade gelangweilt auf seinem Platz sitzt, kommt plötzlich die Neue in die Klasse. Meist ist sie das Main Girl, also das Mädchen, mit der er am Ende zusammenkommt oder das er zumindest besonders mag. Gegen sie hat die Kindheitsfreundin meist keine Chance. Sie liebt zwar unseren Protagonisten schon seitdem sie im Sandkasten zusammen gespielt haben, aber es bringt nichts. Sie wird ihn leider nicht bekommen. Und so müssen wir leider immer wieder sehen, wie sie in Tränen ausbricht. Ist schon manchmal echt hart. Da würde man sich wünschen, dass beide Mädchen irgendwie glücklich werden. Aber so einfach ist das in der Anime-Welt nun mal nicht. Meist ist die Neue eine Austauschschülerin. Und die beiden kennen sich oft schon. Irgendeine schicksalshafte Begegnung hat sie schon vorher mal zusammengebracht. Und deswegen erkennt sie ihn auch wieder und zeigt meist auf ihn. Oder er zeigt auf sie. Und alle anderen flippen natürlich aus. Wie kann Mr. 0815 denn so ein hübsches Mädchen kennen. Und das bringt uns gleich zum nächsten Klischee. Denn unser Protagonist ist meistens ein extremer Normalo. Er hat braune Haare und ist relativ gewöhnlich gekleidet. Er ist nicht dick, aber auch nicht muskulös. Er ist auch nicht unbedingt schlau. Leider. Echt schade, dass es nicht mehr Anime mit genialen Charakteren wie Lelouch gibt. Aber naja, auch hier wieder sind solche intelligenten Figuren deutlich schwerer zu schreiben. Sie müssen halt schlau rüberkommen. Jemanden etwas dümmlich zu charakterisieren ist jedoch deutlich einfacher. Denn er darf ja bloß nicht realisieren, wer alles auf ihn steht. Dann wäre ja der Anime gleich vorbei. Meist sitzt der Protagonist übrigens hinten rechts im Klassenraum. Warum ist das so? Nun, auch hier wieder gibt es eine einfache Erklärung. So spart man damit nämlich Animationskosten. Denn hinten rechts im Raum, wo weit links von einem die Eingangstür ist, läuft nicht unbedingt hinter einem jemand lang. Das geht auch gar nicht. Der oder die müsste schon direkt zu unserem Protagonisten wollen. Dadurch muss man also auch nicht die Personen animieren, die vielleicht hinter einem stehen oder rumlaufen können. Als Gegenbeispiel kann man
man da den Anfang von Die Melancholie der Haruhi Suzumiya heranziehen. Dort gibt es nämlich einen netten Zeitraffer, wo man alle Frisuren von der Protagonistin Haruhi sieht. Und auch im Hintergrund sieht man dabei andere Charaktere. Wäre dies nicht der Fall, würde es ja wie ein leerer Klassenraum wirken. So kommt jedoch ein bisschen Leben rein. Aber was soll man auch sonst von Kyoto Animation erwarten? Wenn sie was machen, dann richtig. Oft kommt dann noch dazu, dass die Eltern des Protagonisten außer Haus sind. Entweder wurden sie bei einem Unfall getötet oder sie sind beruflich unterwegs. Meist auf einer langen Auslandsreise. Und das bedeutet natürlich sturmfreie Bude. Der Traum eines jeden Teenagers, bis man bemerkt, dass man ja dann alles selber machen muss. Eine Nacht oder einen Tag ist ja okay, aber doch keine Wochen. Da hilft dann meist die Kindheitsfreundin aus. Sie kommt rüber und macht für ihn Essen. Und wie dankt er ihr dafür? Ja klar, er verliebt sich in eine andere. Liebe ist nun mal nicht gerecht. Aber lassen wir das. Durch die Abwesenheit der Eltern hat man als Autor auch mehr Freiraum. Die Charaktere können nachts rausgehen und müssen sich nicht immer nach draußen schleichen. Sind dagegen die Eltern noch da, fällt das auch sofort auf. So muss sich zum Beispiel Sakura immer wieder aus dem Haus schleichen, wenn sie ein Monster fangen will. Und wie oft sie dabei fast entdeckt wurde. Obwohl häufig die Eltern fehlen, sind die Figuren meist recht jung. Nur selten haben wir Protagonisten, die in ihren 30ern oder 40ern sind. Man springt ja schon vor Freude in die Luft, wenn sie mal in der Uni sind. Dies war zum Beispiel bei dem Liebesdrama Golden Time der Fall. Dadurch hatten auch manche Charaktere schon einen Führerschein. Sie konnten also Auto fahren. Und dies führte auch zu ganz eigenen Problemen, aber da will ich mal nichts spoilern. Der Anime ist nämlich ziemlich gut. Kein Wunder, denn er stammt ja auch von der Toradora-Autorin. Den Anime gibt es übrigens bei Crunchyroll. Und auch den Manga gibt es bei uns zu kaufen. Aber kommen wir doch zurück zu unserer Main Girl. Denn sie ist häufig eine Tsundere. Wir kennen sie alle. Das Mädchen, was zuerst ziemlich abweisend ist und dann mit der Zeit immer mehr auftaut. Manche Tsundere wechseln dagegen die ganze Zeit zwischen Hass und Liebe. Dies ist natürlich ziemlich lustig. So kriegt unser armer Protagonist dadurch gerne mal eine auf die Nuss. Aber wenn für eine kurze Zeit ihre harte Schale aufbricht, sehen wir ihren weichen Kern. Sie läuft rot an und wirkt dann ziemlich süß. Der Vorteil von Tsundere ist, dass sie automatisch eine Entwicklung mit sich bringen. Eine Tsundere, die immer auf der Stelle stehen bleibt, ist keine richtige Tsundere. Man muss zumindest einen gewissen Fortschritt bemerken. Dies hält jedoch manche Autoren nicht davon ab, einfach mal auf den Reset-Knopf zu drücken. Da denkt man, dass sie ihm ihre Liebe endlich gestanden hat, doch dann hat er es überhört. Und natürlich traut sie sich dann nicht, ihm es einfach nochmal zu sagen. Ach, Anime Girls eben. So schüchtern. Diese Unsicherheit gilt es zu überwinden, gerade in Situationen, wo man zusammenarbeiten muss. So werden nämlich oft die beiden Liebenden rein zufällig in einen Raum eingesperrt. Meistens ist es irgendein Lagerraum in der Sporthalle. Und natürlich merken sie es erst nicht oder die Tür ist so dick, dass sie niemand hört. Und so müssen die beiden miteinander klarkommen, ob sie wollen oder nicht. Manchmal entstehen dadurch auch ziemlich romantische Szenen. Oder es passieren lustige Missgeschicke, wenn sie versuchen, irgendwie einen Weg nach draußen zu finden. Mit solchen Szenen kann der Autor ja eben erzwingen, dass die Charaktere miteinander reden. Denn manchmal starren sie sich auch einfach nur an oder ignorieren sich im ganz normalen Schulalltag. Wenn man sie jedoch in so eine Situation bringt, sieht die Sache schon anders aus. Denn man merkt schnell, dass man dem anderen hier nicht so leicht ausweichen kann. Aber kommen wir zu einem weiteren Klischee. Und zwar unserem Typen mit der Brille. Jeder kennt ihn, jeder hat ihn schon mal gesehen. Er ist meist ein ziemlich schlauer Dude, der immer wieder seine Brille richtet. Und manchmal reflektiert die auch extrem das Sonnenlicht. Dann sagt er entweder einen coolen Spruch oder er ist gerade ziemlich genervt. Je nachdem, in welcher Stimmung er ist und wen er vor sich hat. Das ist ein typisches Klischee, was einfach lustig ist. So ist dieses Richten der Brille oft nur ein paar Sekunden lang. Es ist schon fast wie ein Inside-Joke für Anime-Fans. Wenn man das sieht, dann weiß man, ja genau, das hier ist ein Anime. Denn Animes können eben sowas machen. Sie können ganz normale Bewegungen cool oder eben vollkommen übertrieben stilisieren. In der Realität sieht das natürlich nie so gut aus. Da wirkt das gar nicht. Aber machen wir weiter mit dem nächsten Anime-Klischee. Und zwar, wenn sich einfach mal irgendwas in einen Mecha verwandelt. Also einen riesigen, menschenähnlichen Roboter, welcher von innen eben von einem Menschen gesteuert wird. Meist sind dies Flugzeuge. Die Macross-Reihe ist dafür ziemlich bekannt. In der einen Sekunde fliegt man in einem Düsenjet, in der anderen steuert man einen riesigen Kampfroboter mit Kanone. Oder manchmal kombinieren sich auch mehrere Dinge miteinander und werden erst dann zu einem riesigen Roboter. Also wie in Power Rangers. In Anime-Form sieht man sowas bei Aquarion Evol. Dort kommen auch mehrere Piloten zusammen und bilden einen großen Roboter. Schon ein wenig wie in Pacific Rim, wo ja auch mehrere einen einzigen Roboter steuern. Und natürlich formen sich diese Mechs in einer ziemlich langen Transformationssequenz. Ja genau, solche Szenen gibt es nicht nur in Magical Girl Animes, also wo das Mädchen
Mädchen sich in ein Magical Girl verwandeln kann. Diese Szenen sind ja auch oft ziemlich lang und aufwendig animiert. Naja, kein Wunder, denn man benutzt sie auch in jeder Folge. Die müssen einfach super aussehen. Aber zurück zu den Robotern. Auch dort sind diese Verwandlungen oft ziemlich aufwendig animiert. Man will ja mit Transformers mithalten können. Manchmal verwandeln sich jedoch ganz normale Mädchen in Flugzeuge oder auch in riesige Schiffe. Das ist dann schon echt eine lustige Kombination. Aber das soll es dann auch schon gewesen sein. Welche Anime-Klischees habt ihr wiedererkannt? Und soll ich noch ein weiteres Video zu Anime-Klischees machen? Wenn ja, dann schreibe es doch gerne in die Kommentare. Drücke auf den Gefällt-mir-Button und abonnieren nicht vergessen. Man sieht sich im nächsten Video. Bis dann!